Willkommen zurück zu Let's Play Mario's Nightmare 64. Ich habe jetzt ein Save State nochmal geladen, der etwas weiter hinten war, wo ich dann jetzt mehr Zeit rausschlagen konnte. Und ich habe es nochmal versucht, ob man das dann schaffen kann. Und dann hat es bei diesem Mal funktioniert. Ist aber noch schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es gleich beim ersten Mal schaffe. Oh, bin schon, glaube ich, daneben gesprungen. Man muss direkt auf der... Ja, das war schon mal falsch. Man muss direkt auf der Plattform dann landen und einen Weitsprung machen. Dann kann man es unter Umständen schaffen. Aber in der Zeit muss man sich wahrscheinlich noch umdrehen und richtig springen. Ich glaube, hier bin ich auch wieder falsch gesprungen. Ja, oh, dieses Mal habe ich den Weitsprung nicht hinbekommen. Das heißt, man muss das sehr, sehr schnell machen. Die Zeit ist sehr, sehr schnell rum. Und jetzt hält er sich da fest. Ich gehe schon automatisch so nach hinten beim Sprung. Manchmal springt er zu weit. Und das war perfekt, aber wir haben es wieder gesehen. Der Weitsprung fehlte. Vor allem, ich muss ja nochmal von weiter hinten starten, weil... Wäre ich noch einmal in die Lava gekommen, wäre ich sofort tot. Und das ist natürlich sehr, sehr tödlich. Weil wir mindestens... Weil er hat doch nicht so einen hohen Weitsprung, dass er da hinkommt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Leben mehr. Und ich krieg's gerade nicht hin. Bei der Probe habe ich es auch erst nach 15 Mal oder so geschafft. Ah, das gibt's doch nicht. So, dann habe ich endlich den Stern. Hier in Bowsers Welt. Ich hoffe nicht, dass ich rausgewarpt werde. Das weiß ich noch nicht. Wenn schon, dann muss ich diese Passage hier nochmal machen. Aber dann... Alter, warum kriege ich das gerade nicht hin? Das kriegt mich so auf manchmal. Der stampft einfach. Ich verstehe es nicht. So, ich... Nein, warte, ich probiere jetzt was. Siehst du, guck, er macht das wieder. Ich mache das so zuerst. Es geht einfach nicht. Wenn ich so... Warte mal, wenn ich so mache... ich muss praktisch Y zuerst drücken. Mache ich ja eigentlich immer, aber trotzdem macht er einfach Stampfattacke. Jetzt macht das mal nicht, aber das war total schlecht, glaube ich. Ja. War kein guter Versuch. Jetzt müssen wir es doch mal schaffen, da rüber zu kommen, Mensch. Und nein, das war wieder auf der Kante. Muss direkt auf der Plattform aufkommen. Alter, ey, ist der irgendwie... Ich weiß nicht, was der für Probleme hat. Mann, Mann, Mann. Ja, springt zu weit, wunderbar. Vor allem dieses Sterngeräusch, das geht mir langsam so auf den Wecker. Warum macht er denn das? Ich drücke zuerst Y und dann X. Sprich, zuerst das, was für einen Weitsprung eigentlich relevant ist. Das war... Oh ja, habe ich automatisch zurückgezogen, weil die Kamera... Das war zu langsam. So. Mit möglichst viel Zeit müssen wir da rausgehen. Und Super Mario, du kannst es. Du beweist es immer wieder. Warum macht er denn das? Ich verstehe es nicht. Er kommt auch auf die Idee, das so zu verlegen. Also ich meine, wenn man den Weitsprung machen will, dass der auch gleichzeitig eventuell auch den Stampfer machen kann. Das ist ja total scheiße. Aber übel. Jetzt kriege ich den gar nicht mehr hin hier. Ja, super, er macht wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, ob er dafür ein bisschen Anlauf braucht. Eigentlich kann das auch aus dem Stand. Was machst du jetzt, Mario? Warum springst du in die Lava? Eieieiei. Warum macht er das schon wieder? Alter, das regt mich auf. Jetzt habe ich das wieder verpasst. Jetzt komm, Mario. Gib mal alles und spring darüber. Ist echt eine miese Stelle, muss ich ehrlich mal sagen. Hä? Ich verstehe nicht, warum er... Am liebsten würde ich ihn wirklich sterben lassen, weil er so behindert ist gerade. Jetzt springt er wieder daneben. Super Mario, du bist der Allerbeste. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Warum er es nicht macht. Das kann ich euch nicht sagen. Jetzt macht das. Und... Nee, nicht geschafft. Schade. Muss ich besser fliegen. Ja, das wird eh nichts mehr. Siehst du, er macht Widerstand. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Der Stern gehört mir. Ich safe mal hier. Und yes!
Wir haben es geschafft. Du hast einen geheimen Stern erhalten. Willst du jetzt speichern? Ja, wir wollen speichern. Save jetzt auch nochmal hier so. Zack. Und wir sind nicht rausgeworfen worden. Hier ist noch ein Kasten. Wir springen daneben. Aber wir haben gesaved. Stell dir vor, wir hätten jetzt nicht gesaved. Ja, das wäre ja blöd. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Weil wir hatten ja so geheime Flecke gefunden, die man auch schon aus dem Wasserlevel zum Beispiel kennt. Ich weiß nicht, wir hatten glaube ich 3 oder 4. Ah, Hymne des Sturms. Ich gratuliere, Mario. Du hast es soweit geschafft. Aber hier ist Ende. Ich kontrolliere diese Albtraum. Und somit kannst du hier nie wieder raus. Und ich nehme Drogen. Komm, ich will den noch nicht umbringen. Wo ist überhaupt... Ach, eine Stachel oder was? Was? Wo ist denn hier eine Stachel? Wie soll ich den töten? Einfach runterhauen. La 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 la. Schokolade. Verdammt, der ist nicht runtergefallen. Wahrscheinlich muss er einfach nur runterfallen und ich habe sie da vergeigt, weil ich hätte nach rechts hauen müssen. La 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 la. Tschüss. Hä? Der macht ja gar nichts. Kein Feuer. Vorhin hat er so viel Action gegeben. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Mit dem Lümmel. Hier ist ja nirgendwo ein Stachel, wo ich den gegenwerfen kann. Hui, hui, hui. Oder muss ich ihn gegen so ein gelbes Fleckchen hauen? Oh Mann. Ja, sicher! No. Schon eine schwere, schwere. So, das brauchen wir. Können wir jetzt einfach überspringen. Das hebt mir so ein bisschen die Stimmung wieder, nachdem ich öfters mal wieder gefailt habe. So, genau gegen ein gelbes Teilchen muss es fliegen. Ah. Aber knapp. Oh Mann. So. Nein! Hallo! Alter, ey. Übertrieben. Ich erhole mich gerade und dann macht das schon wieder. Was? So, pass auf. Hä? Was soll ich damit machen? Verstehe ich nicht. Nein! Warum macht er da keine Wellen? Das ist echt fail. Und wenn er dieses Feuer macht, dann ist es. Dann kann man da gar nicht ausweichen, richtig. Soll ich den 2 oder 3 Mal runterhauen? Fragezeichen. Also mehrmals runterhauen. Tschüss. Ach komm, leck mich doch. Leck mich fett. Leck mich fett. Wehe, du machst Feuer. Alter, ja. Mann, Mann, Mann. Wehe, du machst Feuer. Was macht der denn da? Der hat eine Reichweite von 0. Vielleicht macht er Platscher, pass auf. Jetzt bleibt aber stehen! La 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 la. Da 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 da. Und tschüss. Ist er jetzt tot? Junge, Junge, was hält der aus? Der Olle. Hui hui. Wehe, du machst Feuer. So, jetzt werfe ich ihn das 3. Mal runter. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, weil hier sind keine Stacheln. Das ist wirklich sehr komisch. Und jetzt stirb. Oh ja. Was? Die Musik ist weg, aber... Er scheint noch zu leben. Die Musik ist weg. Fail. Kommt die wieder? Ja, sicher. Jetzt macht er Feuer. Was? Wie soll ich den denn besiegen, ganz ehrlich? Hä? Er kontrolliert den Albtraum. Weiß es nicht. Hier ist nirgendwo etwas, wo wir ihn gegenwerfen können. Das ist das Mysterium. Nein! Hä? Okay, ich bin daneben geschwungen, aber habe ihn trotzdem.
Soll ich so lange drehen, bis ihm schwindelig wird und... Oh, ach, ich drehe so lange, bis sein Gehirn rausfliegt. So soll es sein bestimmt. Was ist das? Was ist das? Wieso kann ich ihn nicht töten? Der eine, der backt da rum. Hier, siehst du dieser Kern? Vielleicht ist da ein unsichtbares Stechlein. Huch, falsch das erwischt. Weißt du? Sieht nämlich so aus. Nein, nicht das. Du. Na. Was da? Genial, Apius. Genial. Muss ich ehrlich mal sagen. Haha, ist ja geil. Genialo. Nein, ich hab's doch erwischt. Ach, und das ist gleich ein Schutzschild für mich. Ist auch ein bisschen fail, muss ich ehrlich sagen. So. Hui. Ach ja, falsche Taste wieder. Hui. Hoch, nicht dahin. Ungefähr hier so hin, oder? Warte. Und tschüss. Nein! Ich dachte, er fliegt runter. Bisschen mehr Schwung. Ungefähr hier so. Ja! Bam! In your face! Bowser! Nein, ich kann nicht fassen. Du hast mich in meine eine Traum geschlagen. Aber noch hast du nicht viel erreicht. Du bekommst nur deine Badezimmerschlüssel zurück. Viel Spaß damit! Badezimmer-Action! Badezimmer-Action! Ja, das klingt komisch. Congratulation! Erste Herausforderung clear, safe and continue! So. Hier haben wir noch so viel. Wir gehen noch gar nicht ins Schlafzimmer. Nee, liebe Leutchen. Piano. Frage ist... Wir haben jetzt die Eisenkappe. Wir gehen hier nochmal rein kurz. Besuche den Lager. Das Lager hatten wir ja schon mal. Das war ja schwere, weißt du? Aber da, wo ich jetzt auch die Wandsprünge und so geschafft habe, da will ich nochmal versuchen, da hochzukommen. Ich glaube, das müsste... Ja, mäh. Du kleine Schäfchen, du. Hier sein. So. Ein Up hatte ich ja verloren, weil ich rausgesprungen bin, glaube ich. Hä, war es jetzt hier? Ja. Das ist ziemlich schwer. So, pass auf. Hier safen wir nochmal. Boah, das ist so schwer. So geht's ja nicht, ne? Wenn wir so machen und dann so... Weißt du, warte, ich probier's mal, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren sollte. Oder es funktioniert. Wenn wir es mal so machen würden... Boah, es ist voll rutschig hier, als wäre es Schnee. Ohne Scherz. Komische Animation, ja. So, wir müssen das so schaffen. Ja, und dann springen. Oh, das ist aber... Machbar ist es, glaube ich. Oh, nein! Habt ihr das gesehen? Der zweite Versuch, der war so gut wie oben. Aber ich habe es nicht ganz hinbekommen. Jetzt wieder schon... Was ist denn los? Ich weiß noch, wo ich hier in dem Level war. Da habe ich nichts geschafft hier. Und jetzt der zweite Versuch perfekt. Fast. Nur, dass er sich nicht festgehalten hat oben. Komm schon. Ich bin gerade wirklich warm trainiert. Die vorherigen Level mit dem Wandsprung und so, die haben mich aufgewärmt. Die haben mich qualifiziert für diesen Parcours hier. Ja, gerade sieht es wieder schlechter aus. Mann, ey. Ich würde gerne nochmal den zweiten Versuch haben. Also, dass alles so perfekt läuft. Und dass er sich dann festhält, weißt du? Oh, jetzt kriege ich den zweiten Sprung darauf nicht mehr hin. Er muss hier immer im Schwung bleiben. Das heißt, ich darf nicht stoppen in der Luft oder so. Wenn ich stoppe, bin ich zwar auf der Plattform, aber ich habe da nur... Dann hat er wieder nicht den dritten Sprung erkannt, weißt du? Dann fängt er wieder von vorne an. Das ist das Blöde. Ja! Ah, das sah gut aus eigentlich. Das war schlecht. Siehst du, jetzt war er drauf. Ich habe aber gestoppt und deswegen hat er den nicht erkannt. Das ist aber schön ausgedacht, muss ich ehrlich sagen.
Allerdings kann das wirklich an den Nerven zerren. Das ist einfach so. Ich krieg's gerade nicht mehr hin. Der zweite Versuch war so gut. Warum kriege ich es jetzt nicht hin? Das ist meistens so, ne? Die ersten funktionieren und die dahinter kommen, da dann nicht mehr. Wenn man es einmal geschafft hat, dann schafft man es immer. Das ist immer so, oder? So, drehen wir mal so um. Vielleicht können wir es so besser. Boah, das sieht ja total geil aus. Schaffen wir ja auch so. Natürlich schaffen wir es nicht so. Oh! Das Problem, die ist auch so schmal, dass entweder er rutscht ab, weil er nicht genug Halt hat, oder er hält sich fest und dann haben wir es gleich vergessen. Und da noch zu reagieren, das wäre Meister. Siehst du, ich habe es geschafft, aber dann gegen die Wand, da habe ich es nicht ganz geschafft. Ich drücke doch gegen, Mann. Komm, bitte. 85 Minuten später, dann habe ich es geschafft vielleicht. Ja! Die beiden waren gut. Nur, dass ich dann nicht von der Wand abgesprungen bin. Das war leider nicht ganz so gut. Boah, der zweite Versuch, der war so gut. Ich überlege, ob ich hier vielleicht eine, sagen wir mal, Pause einlege und es einfach versuche, indem ich, also manchmal, da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Vor allem, wenn ich die Aufnahme gerade, sagen wir mal, stoppe, um nach oben zu kommen. Und gleich beim ersten Versuch. Oh, warte. Ach, ich muss oben noch. Und gleich beim ersten Versuch bin ich oben. What the fuck? Ich hätte gleich pausieren müssen, denn beim ersten habe ich es dann geschafft. Ich glaube, ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall, sofort habe ich es geschafft. Das ist echt erstaunlich. Naja, gut. Hat man ja auch beim zweiten Versuch bei mir dann noch gesehen. Und jetzt holen wir den Stern Numero 22 heißt es. Aber ich sag gerne, kommst du drauf da. Hol ihn jetzt. Jetzt wird's. So, jetzt kommt das Hindernis, den Stern zu holen. Nein. Da haben wir ihn. Nummer 22. Jetzt auch im Bunde, das wäre der Lager. Besuche der Das Lager, so. Ich bin gerade auch ein bisschen... Na gut, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss. Und fragen dann auch diesen Pilz da. Ne, den machen wir jetzt noch in diesem Part. Vielleicht hat der, sagt jetzt irgendwas. Dieser Böse. Mario, wir haben ein großes Problem. Bowser hat dieses Mal nicht nur die Sterne und Pilze, das hast du schon gesagt. Mann, ich dachte jetzt, ne, weißt du, ich habe Bowser befreit, jetzt gibt er mir einen Stern oder so. Nö, der Heck ist nicht so lieb, der gibt mir keinen Stern, der schenkt mir keinen Stern. So, nachdem wir Besuche das Lager gemacht haben. Was ist denn hier? Kann man hier rein? Sieht fast so aus, ne? Ich weiß nicht. Hier irgendwie, ne. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.